Jo Leute, willkommen! Oh Mann, ich bin immer noch ein bisschen neben der Spur, immer noch nicht kerngesund. Aber willkommen, willkommen! So, wir müssen jetzt mal kurz uns mal anschauen, ob wir eine Anfrage haben. Nein, haben wir nicht. Wir suchen unbedingt einen neuen Spieler. Einen fucking großen neuen Spieler. Okay, wir machen hier in diesem Video, wie der Titel schon sagt, Grundlagen für Offiziere. Und in dem Fall zeige ich euch in diesem Video für alle AM-Offiziere, also Ernstpersonen-Offiziere, wie ihr AM einrichtet. Okay, wir klicken auf Kämpfen und wir klicken auf Eintragung und neue AM mit Kalenderfunktion, die kommt erst im dritten Quartal, also wundert euch nicht, dass Kabam es nicht auf die Reihe kriegt, aber John von Kabam hat ja selbst gesagt, hey, wir werden in 1000 Jahren es fertigstellen. Und ich glaube es ihm. Da muss die Leute von Kabam aufziehen. Die schauen sich tatsächlich meine Videos an, auch wenn die mich nicht mögen, aber ich weiß es von jemandem, der das bestätigt, der ist bei Kabam und ich finde es ganz witzig. Also die schauen es auf jeden Fall an und die sind so, die mögen mich nicht und das ist sehr gut. Und dadurch ärgere ich mich. Die haben schon so einige Sachen tatsächlich auf meinem Hinweis behoben. Das hat mir der Typ vom Gewerbe gesagt, der Direktpartner ist. Also das hatten wir dann mal, der hat das geschafft. Ist ja geil. Ja. Okay, also wir klicken auf Hinzufügen. Dann klicken wir da drauf. Und wir starten die KI natürlich mit einer wunderbaren Nachricht. Ich werde euch morgen zeigen, wie ihr diese fucking Karte 7 machen könnt. Ich hoffe, dass genug Leute kommen, um ein Video mitzumachen, denn die Karte 7 ist fucking schwer. Und mir glaubt keiner, dass ich sie zocken kann mit Kavalier. Wobei ich mit einem anderen Account dementsprechend habe. Thronbrecher auch. Das werde ich in meinem Main-Account machen und auch dann zeigen, mit viel Units, wenn ihr könnt, Thronbrecher auch schaffen, aber mit viel Units. Ihr braucht 3000 Units, also ihr braucht es normalerweise nicht, aber ich bin ein Durchschnittszocker, ich bin viel zu schlecht dafür. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man Kabam verarschen kann. Und das zeige ich in einem anderen Video. In diesem Video zeige ich euch Karte 7 und erkläre, wie das alles aufgebaut ist. Okay, also K1, Karte 7, dann... Da brauchen wir keine Ehre, um Gottes Willen, das ist viel zu hardcore. Und so könnt ihr das einrichten. Dann werdet ihr gefragt, ob die zweite Kampfeinheit auch übernehmen wollt. Dann könnt ihr Häkchen machen und dann anwenden oder auch nicht. Wenn ihr keine Häkchen macht, dann wendet ihr das, dann wendet ihr nur diesen Button Mein Danke an und dann übernimmt ihr nur die eine Kampfeinheit mit Map 7. Wohlgemerkt, nur eine Kampfeinheit werden wir Map 7 starten. Die andere natürlich Map 5. Bei Map 6 sogar besser wäre, weil hier Map 6 einfacher ist. Kein Witz. Die Unsichtbare spielt fairer als das Äffchen. Das Äffchen nämlich ist viel, viel schwieriger als die fucking Unsichtbare. Ja, deswegen machen wir Map 6. Ist auch eine ziemlich einfache Karte. Und dann kommen wir auf Map 5. Kampfeinheit 3 wieder das Äffchen kämpfen. Ich weiß auch nicht, warum jeder das Äffchen bekämpfen will. So funktioniert das im Endeffekt für alle, die das jetzt hier sehen. Es ist egal, welche Allianz ihr seid, das gilt für alle Menschen, die zum ersten Mal Offizier geworden sind, das sind Grundlagen für AM oder Offizierin geworden seid. Okay, also wir haben jetzt drei verschiedene Kampfeinheiten. Wir sehen oben, hier habe ich euch extra markiert mit meiner Maus, sehen wir oben Tag 1 und Einrichtung. Heißt dementsprechend, da seht ihr, okay, das ist für Tag 1. Dann speichern wir das und dann ist der erste Tag gespeichert. Das können wir oben mal erkennen, dass das Symbol lila wird. Ich glaube, es ist lila oder pink, ich bin ein bisschen farbenblind oder violett. Schreibt es in die Kommentare rein, was es wirklich ist, wenn ihr nicht farbenblind seid, ich. Okay. Okay, wir haben erstmal auf der linken Seite oben, wie ihr sehen könnt, schon eingekreist zu mir wieder. Beginnt in 20 Stunden 25 Minuten, also dann der Rückgabeverstöße nennt sich diese AM für diese Woche und Prestige sind 11.800
da 83, das ist nicht viel, das ist sehr wenig. Ich habe früher Prestige mit 16.000, 18.000, 19.000, Trillionen, Millionen, wer hat mich gerufen? gespielt und das ist sehr schwer. Dann gibt es Eventpunkte. Eventpunkte, was ist das nochmal? Das ist der aktuelle Punktstand deiner Allianz bei meiner Allianz-Mission Event. Erzielt also viele Punkte mit. Also die bekommt ihr erst, wenn ihr das in einem Tag abgeschlossen habt. Okay? Deswegen habt ihr hier 0. Okay, dann haben wir hier diesen Button, wie ihr sehen könnt, den ich jetzt eingekreist habe. Das ist der Weiter-Button. Habe ich auch mit dem Maus markiert. Das Weiter-Button also heißt, gehe in die nächste Tage. So, und wir haben jetzt nur von Tag 1 auf Tag 1 auf Tag, also von Tag 1 / 5 gespeichert. So, jetzt geht es weiter natürlich. Wir haben dann die Möglichkeit, auf den Pfeil zu klicken und dann können wir das Ganze einstellen. Und da werden wir mal die Map 8 machen. Enternal ist eine sehr schwierige Map, denn die Gegner sind richtig hardcore. Das Schlimmste dabei ist durch die Steuerungs-Input-Issues. Probleme, die KBM selbst schon seit 1000 Jahren zugegeben hat. Hat man sowieso schwer. Aber die Map 8, die soll schon gezeigt werden. Okay, jetzt machen wir mal den Trick 17. Was wäre, wenn wir das überall übernehmen wollen? Dann klicken wir diese Häkchen an und klicken auf Anwendung. Voila, mon ami. Und schon ist dementsprechend die Karte 2 und Karte 3 genau das gleiche wie bei der Karte 1. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann klickt ihr einfach auf die Karte 3 auf Bearbeiten. Klickt auf diesen Pfeil und noch einmal und noch einmal und klickt noch weiter und fertig. So, bearbeiten, zurück. Dann weiter, fertig. Okay, alle speichern, fertig. So, und da sind wir wieder. Na, hat schon eingefallen, was man tun muss? Genau, so eine Samurai. Oh, wer ist denn das? Pinguin schnippelchen schlapp. Ja, man muss eine Einteilung machen. Richtig, das heißt, wir müssen auf dieses Symbol, was ich hier markiert habe, das ist hier, wie man sehen kann, das ist so ein 3 Schüttchen-Symbol, da müssen wir draufklicken. Denn ohne eine Einteilung könnt ihr es vergessen. Das wird eine Katastrophe. Wenn ihr Line habt oder Telegram habt, dann müsst ihr natürlich das in den Gruppen auch noch machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann wichtig ist als Offizierin oder Offizier, dass ihr im Kopf eure Leute habt und merken tut, wer zu wem gehört. Und irgendwann, wann wer halt gut miteinander spielt, irgendwann könnt ihr das alles so mischen, wie ihr halt wollt. Und dann geht das in sich. So. Let's do it. Wir haben oben Allianzkriege, wir haben Allianzmissionen. Bei uns zum Beispiel machen wir das ganz clever. Wegen 2 Buchstaben werden wir nicht 6 Gruppen machen, also 6 Kanäle öffnen, sondern wir haben nur 3 Kanäle. AK und AM. K1, K2, K3. Es gibt ja nur 3 Kampfanheiten. Und dann machen wir das so. Das ist ziemlich easy peasy. Und das funktioniert wunderbar bei uns. So, wir haben jetzt Allianzmission. Wir klicken also auf diese Allianzmission. Also ich wiederhole das nochmal. Klicken auf Allianzmission, Button und dann sind wir auch bei der Einteilung schon. Kampfeinheit 1, Kampfeinheit 2 und Kampfeinheit 3. So, die wichtigste Sache ist zuallererst alles löschen. Wenn ihr neue Spieler bekommen habt, wenn ihr Rekruten bekommen habt oder halt neue Mitglieder, dann zack, müsst ihr erstmal alles hier entfernen, weil ihr müsst komplett alles von vorne machen. Ja? So, das ist A und O. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das nie gemacht habt, dann müsst ihr sowieso löschen, falls irgendwas drin sein sollte. Falls nicht, dann wisst ihr jetzt, wie es geht, wie ihr Sachen löscht. Ne? Ihr könnt hier rein und dann speichern und dann habt ihr die gewisse Einteilung, die Spieler eingespeichert. Ne? Dann könnt ihr wieder löschen und zack. So. We'll be right back.
Kann man Map 6 schaffen mit 9 Leuten? Ja, kann man. Kann man. So. Also. Okay, meine Lieben, das war's auch schon. Ich habe hier dieses Video noch nachgesprochen, weil leider das Problem war, dass ich mein Mikrofon auf falschen Modus eingestellt hatte, wie ihr vorher auch schon gemerkt habt. Und ja, hier habe ich noch ein bisschen mit meinem Pinguin euch ärgern wollen, aber mir gesagt, okay, das war's eigentlich mit dem Video. Und ja, danke nochmal fürs Zuschauen. Einfach abonnieren meinen Kanal, liken. Und damit bekräftigt ihr mich halt weiterhin Videos zu machen. Und ja, sorry nochmal für diejenigen, die sagen, manche meine Videos sind lange, weil ich politisch halt eben zu sehr oft Kritik ausübe, nicht zu jedem Thema. Aber ich habe in meinem Leben Millionen von Büchern überspitzt gelesen und ich bin halt eben ein schwieriger Typ. Deswegen danke für alle, die Geduld haben, mich halt anzuschauen, die Videos, die sind halt langwierig, ich versuche mich zu bessern, ich versuche kurz zu machen, aber verlangt von mir nicht zu viel, weil ich bin einfach knallhart als Jude, wenn es um politisch Correctness geht und das, ich mag überhaupt nicht diese kurzen Videos, kurz und knapp, weil da einfach viel für den einen oder anderen verloren geht. Aber gut, das war's auch schon, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos. That's it.